War seit Ewigkeiten nicht auf Insta, jetzt extra für das Gewinnspiel, weil ich deine First Dates Videos suchte und ich cool finde. Hatte meinen Ex wohl noch nicht entfolgt und musste da natürlich Posts von ihm sehen. Werden die Gewinner auch bei YouTube bekannt gegeben? Stell dir mal vor, ihr geht auf Insta ohne böse Hintergedanken, seht ein Foto von eurem Ex und kriegt direkt wieder Heartbreak. Das war's mit der konstruktiven Kritik. Meine herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich kann euch die Frage direkt beantworten. Die Gewinner werden erstens angeschrieben von meinem offiziellen Instagram-Account mit dem blauen Haken, der Sedo. Und ich werde die auf Insta auch einmal posten, damit da alle mitbekommen, wer alles gewonnen hat und damit alles fair ist. Und für alle, die sich gerade fragen, um welches Gewinnspiel es geht, liebe Freunde, hinter mir seht ihr tausende Sachen, iPhones, aber auch Apple-Kopfhörer, PlayStation, Dysons, KitchenAids, Switch, Nintendo Switch, Tablets, Kindles. Alles ist dabei und das könnt ihr gewinnen, falls ihr Bock habt mitzumachen. Ganz einfach, indem ihr mir auf Instagram folgt, euch diesen Post hier raussucht bei mir auf Insta. Dann müsst ihr jetzt schon ein bisschen zur Seite gerutscht sein. Und ja, darunter kommentiert, was ihr gewinnen wollt. Mehr muss man nicht tun, ist kein Sass-Gewinnspiel, in dem man am Ende irgendwie abgezogen wird. Nein, hier geht es wirklich darum, dass ihr was von der ganzen Situation habt. Klar. Am Ende des Tages sind es auch in Anführungsstrichen nur 30 Gewinne, aber insgesamt ein Wert von 10.000 Euro. Also man kann da schon absahnen. Ich wünsche auf jeden Fall allen ganz viel Glück, liebe Freunde. Und ich würde sagen, schnacke nicht lange um den heißen Brei. Gehen rein ins Video und ja, Link zu First Dates natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Let's go. Oh, Rentnerfolge, Leute. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich bin Roland. Ich bin Christiane, hallo. Was erwartest du hier? Einen netten Mann und ein gutes Essen. Zum Trinken auch was? Ein Rotwein hätte ich. Ein Rotwein, ja, gehen wir mal Rotwein trinken. Ich war noch nie auf einem Blind Date. Ich hatte also so ein richtiges Date. Einzelhandelskauffrau aus Buxtehude. Denkt ihr, die hat dem Monte schon mal einen Einzelhandelskaufsgegenstand verkauft? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, überhaupt schon mal gehabt zu haben. Also irgendwie habe ich die Leute kannte ich oder ich habe sie in der Disco kennengelernt, aber dass ich jetzt irgendwie mich mit irgendwem verabredet habe, um essen zu gehen, den ich nicht wirklich kannte, das habe ich noch nie gehabt. Wo kommst du her? Ich komme aus Buxtehude. Ah, das gibt's. Nee, ich habe immer gedacht, das ist nur so. Ey, manchmal solltest du deine Gedanken einfach bei dir bleiben. Nein, nein, das habe ich nicht zum ersten Mal gehört. Das ist normal. Ich wusste echt nicht, dass es das wirklich ja. Wo ist das? Das ist 40 Kilometer von Hamburg. Ich wusste das aber auch ganz lange nicht. Bis, ich glaube, durch diese ganze Monte-Sachen habe ich erst gecheckt, dass es Buxtehude wirklich gibt. Ich dachte, das ist einfach nur so ein, ja, ich komme aus Buxtehude, ah, laber keinen Quatsch, verpiss dich nach Buxtehude. So, als wäre das so eine Meme-Stadt. Ah, okay. Wie lange ist die letzte Beziehung her? 8 Jahre. Nee. Ja. Ey, an alle, die aus Buxtehude kommen, macht mal ein Hunde-Emoji in die Kommentare. Ich will mal sehen, wie voll die Kommentare durch Buxtehudener werden. Wie? Gar nichts passiert die letzten 8 Jahre. Doch, aber keine Beziehung. Früher habe ich mich immer sehr schnell verliebt und habe dann auch ziemlich oft auf die Nase bekommen und habe mich dann so ein bisschen in ein Schreckenhäuschen zurückgezogen. Und jetzt muss man mich echt überzeugen. Ich bin alleinerziehend und meine Tochter ist 8 Jahre alt und da ist man natürlich nicht so viel raus. Und das ist ja ein Großteil deines Lebens. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Ja, vielleicht hat er ja auch Kinder. Meine Tochter wünscht sich einen großen Bruder, also das wäre natürlich genial. Ja. Wenn man gleich als erstes fragt. Ich glaube, man könnte mein Herz erobern, indem man mich zum Lachen bringt und indem man mir Aufmerksamkeit entgegenbringt. Schauen wir mal, was jetzt kommt, liebe Freunde. Entweder es geht ganz weit nach oder direkt. Oha. Ich bin der Wolfgang. Ich bin seit einem halben Jahr Single. Und man soll mich daten, weil ich hoffentlich ein aufgeschlossener Mensch bin. Freundlich. Der Wolle. 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 Arbeitet beim Ordnungsamt, ja. Damit doch hier alles schön sein Recht und Ordnung hat, muss man sagen. Die Deutschen sind schon recht ordentlich. Deshalb, die kriegen schon immer mit, wenn ich irgendwie so parke, wie man nicht parken soll. Aber gut, dafür ist es auch auf unseren Straßen entspannt, ne? Verhältnismäßig. Ich bin freundlich, treu, was wichtig ist und weil ich ein toller Kerl bin. Herr Wolfgang. Hallo, grüß dich. Hallo. Hi. Meine Traumfrau ist sportlich, schlank, ist tierlieb. Ich würde gern zu meinem Date. Ja, das ist schon an der Bar. Wunderbar. Er sah nett aus, ja.
Also, nein, er sieht immer noch nett aus. Erzähl mir mal ganz kurz, ob du Söhne hast. Zwei Stück. Wir haben gerade darüber geredet, ja. Okay. Die Auflösung folgt. Folgt direkt, sofort. Direkt, ja, von Christiane. Komm. Hallo, grüß dich, ich bin der Wolfgang. Hallo, hi. Christiane. Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen, danke. Bitte, nimmst du mal einen Drink zusammen, ich komme dann später vorbei. Ja. Wunderbar, danke. Oh, die Arme ist voll überfordert. Die sagt Hallo und dann hat sie direkt so Roland angeguckt. Ja? Mäßig. Was, Bruder? Was jetzt, Digga? Was sollen wir jetzt machen? Spaß. Hast du auch Kinder? Ich habe eine Tochter, die ist noch klein. Ist er der zurückhaltende Typ? Schüchtern? Hm, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall zurückhaltend. Und, Aber nett gemacht hier. Ja. Doch. Oh, das ist ein ganz komischer Vibe, Leute, die beiden. Ich hätte mir da eine selbstbewusstere Frau gewünscht, die auch tough ist. Und da wirkt sie so wie die kleine Schnecke. Ich bin ja mal auf die Karte gespannt. Ach so. Ich würde am liebsten Currywurst-Pommes essen gerade. Ist vielleicht auf der Karte auch irgendwo drauf. Mal gucken, was da so drauf ist. Man muss schon sagen, sie hat so ein bisschen diese Imbiss-Mama-Vibes. Also wenn du in so einen richtigen Imbiss gehst, Currywurst-Pommes-Imbiss, und dann ist er so, das gehört nur so einer Frau und die zieht das Ding so durch. Also solche Vibes gibt sie mir auch so ein bisschen. So low-key, wisst ihr? So eine ganz liebe, man kommt rein und sagt, da, was willst du? Ne Currywurst-Pommes wie immer? Rot-Weiß? Okay. Aber es ist auf jeden Fall eine gespannte Situation, das merkt man schon, ne? Ja. Also es war bis jetzt noch recht verkrampft. Aber das war natürlich auch vielleicht der Aufregung geschuldet. So, habt ihr euch schon über Brüderlein, Schwesterlein? So weit sind wir uns einig. Ja, das passt. Gehen wir zu Tisch. Ja, bitte. Ja. Annäherung im Schneckentempo bei Wolfgang und Date-Neuling Christiane. Das ist wirklich Schneckentempo. Aber hey, da kann ich immer alles 1A laufen. Ich glaube, er hätte sich's auch anders gewünscht. Aber wir gucken mal, wie das Date verläuft. Mal auf ein Prost. Gelungenes Essen oder Date oder. Wie er das Date mit mir empfunden hat, das kann ich echt überhaupt nicht sagen. Sehr zäh. So, ich habe vielleicht zwar schon mal die Speisekarte dabei. Mhm. Und sobald ihr dazu kommt, sagt Bescheid, dann komme ich noch mal wieder. Wenn wir was sehen, wir melden uns. Super, vielen Dank euch. Danke. Danke. Ja, ich sehe keine Currywurst. Da so und auch keine Pommes, also. Mensch. Wir sind sehr ruhig und die reden auch sehr leise. Aber er auch. Aber ich glaube, er hat sich angepasst. Ne? So, jetzt ist die Frage, Beten. Meint er mit rote Beete oder? Ich hoffe, er taut sie noch ein bisschen auf. Ich sag ehrlich, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, wir können hier schon die rote Karte ziehen, liebe Freunde. Boah, ich habe echt lange die Red Flag nicht mehr geschwungen, ne? Können hier schon mal die Red Flag schwingen? Ich glaube, das Date ist, das ist es nicht. Ich glaube, das ist es nicht. Wenn hier noch, dann muss ein Wunder passieren. Also ich glaube, ich tendiere zu dem Lachs. Obwohl, Kalbsbäckchen. Wofür? Wozu tendierst du? Ich hoffe, also erstmal ganz wichtig, du bist mir sympathisch. Danke, ebenso. Aber trotzdem würde ich das gerne beenden. Oh, der wohnt in der anderen, das ganz tiefe Meer. Der kam aus dem Nichts. Was? Das finde ich krass. Der kam ja wirklich aus dem Nirgendwo. Wow. Okay. Und das ist nicht böse gemeint. Ja. Wenn das dein Empfinden ist, dann ist es so. Okay. Ich fühle mich jetzt echt ein bisschen beschissen. Oh nein. In dem Augenblick des Aussprechens hat man natürlich die Enttäuschung.
im Gesicht des anderen gesehen und macht einem natürlich ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber trotzdem nett, dich kennengelernt zu haben. Es kratzt ein bisschen an meiner Ehre und an meinem Selbstbewusstsein, weil ich halt überhaupt keine Ahnung habe, woran es gelegen haben könnte. Sie hat schon wenig Selbstbewusstsein, ne? Und er hat es jetzt halt noch mehr gehopst damit. Aber ich muss ehrlich sagen, liebe Freunde, ich kann ihn low-key verstehen. Andererseits hätte er auch dem Ganzen noch ein bisschen länger Atem, ein bisschen mehr Fragen, ein bisschen mehr versuchen, was rauszuholen. Einfach Fragen stellen. Dann übernimm du das Zepter, zieh das Ding durch. Ja, okay. Weil eigentlich fand ich, dass sich das gerade entspannt hat zwischen uns. War so mein Eindruck. Woran liegt's? Man hat ja so ein Gefühl. Mhm. Und man sagt, kann man sich was vorstellen? Mhm. Oder man geht in die andere Richtung. Mhm. Und ich kann es nicht beschreiben. Okay, ja. So ist es jetzt ein harter Break gewesen. Für uns beide. Ich hatte mir das auch anders vorgestellt. Aber alles andere würde sie definitiv noch mehr verletzen. Und das gehört sich nicht. Magst du uns zu aller Verblüffung die Rechnung bringen? Ja, kann ich machen. Ja. Na klar. Also erstmal nichts. Alles klar. Okay. Ich weiter. Danke. Die Arme, tut mir gerade super leid. Also sie ist ins kalte Wasser geschmissen worden, so ein bisschen. Super aufgeregt, seit 8 Jahren kein Date mehr gehabt, meinte sie. Oder keine Beziehung. Ist im Fernsehen, guckt wahrscheinlich selber auch oft First Dates und kriegt jetzt da so einen Korb. Ne, das ist schon kacke. Aber wenn er es gar nicht fühlt, dann ist es sein gutes Recht. Ich sag ehrlich, man muss es leider sagen, wie es ist. Wenn er es nicht fühlt, ist es sein gutes Recht. Ihr fühlt euch nicht wohl bei uns? Doch, sehr. Mit Wohlfühlen hat das nichts zu tun. Natürlich fühlen wir uns wohl bei dir, ne? Aber wir zahlen trotzdem. Ihr fühlt euch untereinander nicht wohl? Genau. Okay, dann seid ihr eingeladen auf die paar Drinks, die ihr hattet. Das ist nett. Ja, begleite ich euch raus? Das ist ein Wort. Gut, bitte. Ja. Das Date von Christiane und Wolfgang endet, wie es begonnen hat, ohne viele Worte. Ladies first. Danke sehr. Tschüss. Danke, dass ihr hier wart. Danke. Tschüss. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. Es ist so weird irgendwie, das zu sehen, wie abgebrochen wurde. Es ist so weird. Habt ihr was mitbekommen? Ach so, die müssen gar nicht mehr ins Doppelinterview. Nur, dass sie nicht geredet haben. Ja, die sind halt nicht warm geworden. Die haben es nicht geschafft, irgendwie Gespräche in Gang zu setzen oder zu lachen. Also ich muss sagen, ich find's gut, dass wenn man das sofort von Anfang an merkt, dass man sich nicht wohlfühlt, dass man dann sagt, du, warum wollen wir das jetzt hier ein verkrampftes Date haben? Dann lass uns doch beide einfach sagen. Ja, absolut. Ja, war vielleicht die bessere Entscheidung jetzt. Ja. Ja, es war jetzt geil. Also es kam halt aus dem Nichts, ne? Ich dachte so, okay, der Bree wird sich jetzt nochmal am Riemen reißen, wird nochmal das Ruder rumdrehen, wird nochmal versuchen, hier irgendwie zu strampeln und zu planschen, damit er über Wasser bleibt. Aber er hat halt einfach aufgegeben, ne, auf gut Deutsch. Aber gut, wie gesagt, jedem sein gutes Recht. Ich sag's immer noch, wie es ist. Wenn er sich nicht wohlgefühlt hat, dann braucht er auch keine Erklärung dafür. Dann kann er einfach sagen, ey, ist es nicht. So, ne? That's it, liebe Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Coole ist tatsächlich, jeden Tag um 14 Uhr kommt hier ein neues Video. Heißt, ihr könnt morgen 14 Uhr wieder einschalten, wenn ihr Bock habt. Oder das zu eurer täglichen Routine machen, beim Abendessen oder beim Mittagessen, wie auch immer. Würde mich sehr freuen. Ich verlinke euch hier noch eine Playlist, falls ihr gerade sagt, ihr seid am Chillen, ihr seid am Entspannen und wollt noch ein bisschen weiter gucken. Dann könnt ihr noch mehr First Dates Videos schauen. Ansonsten sehen wir uns morgen. Vergesst das Gewinnspiel nicht. Schaut auf Insta vorbei, wenn ihr Bock habt. Und ja, bis dahin. Haut rein. Ciao. Ja, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erst eine Woche, perfekt Match aus meiner Gegend. Kasperstraße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.